Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 93. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir brauchen auch heute die Kraft deines Wortes, die Kraft deines Evangeliums. Und wir möchten dich bitten nach deiner Verheißung, dass du jetzt durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Und dafür danken wir dir. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 2. Mose 27 immer noch bei der Beschreibung der einzelnen Elemente der Stiftshütte und gerade bei der Beschreibung des Vorhofs und des Eingangs. In Vers 16 lesen wir, am Eingang des Vorhofs aber soll ein Vorhang sein, 20 Ellen lang, aus blauem und rotem Purpur und Kamesin und gezwirntem Leinen in Buntwirkearbeit, dazu vier Säulen auf ihren Füßen. Alle Säulen um den Vorhof her sollen silberne Verbindungsstäbe und silberne Haken und eherne Füße haben. Und die Länge des Vorhofs soll 100 Ellen betragen, die Breite 50 Ellen, die Höhe 5 Ellen. Die Behänge sollen aus gezwirntem Leinen und die Füße aus Erz sein. Eine Elle ist ungefähr ein halber Meter. Das heißt, der Vorhof war ungefähr 50 Meter lang, 25 Meter breit und Etwa fünf Meter hoch waren diese Behänge. Man konnte also nicht ohne weiteres von außen hineinschauen, wer verstehen wollte, was dort im Vorhof vor der Stiftshütte passierte, am Brandopfaltar, der musste auch hinein. Auch wir können das Evangelium nur wirklich verstehen und in Aktion auch sehen, wenn wir tatsächlich zu Jesus kommen. Wir können nicht aus der Ferne, aus der Distanz verstehen, was Gott an einem Menschenherzen tut. Auch alle Geräte der Wohnung für den gesamten Dienst in ihr und alle ihre Pflöcke und alle Pflöcke des Vorhofs sollen aus Erz sein. Und du sollst den Kindern Israels gebieten, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen damit beständig Licht unterhalten werden kann im Heiligtum, sollte es immer hell sein. Und das Öl in der Bibel ist ein Symbol unter anderem für den Heiligen Geist, der die Gerechtigkeit Jesu uns vermittelt, uns erklärt und durch sein Wirken unser Herz dem Herzen Jesu ähnlich macht. Solange es genügend Heiligen Geist in unserem Leben gibt, solange wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind, solange ist es auch hell in unserem Leben. Solange ist das Licht der Gegenwart Gottes auf unserem Weg sichtbar. In der Stiftshütte außerhalb der Wohn des Vorhangs, der vor dem Zeugnis hängt, sollen Aaron und seine Söhne es zurichten vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn. Das ist eine ewige Ordnung die von den Kindern Israels eingehalten werden soll bei ihren Geschlechtern. Und du sollst deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Kinder Israels, damit er mir als Priester diene. Aaron und Nadab, Abihu und Eleazar und Ithamar, die Söhne Aarons. Und du sollst deinem Bruder Aaron heilige Kleider anfertigen zur Ehre und zur Zierde. Und du sollst mit allen reden, die ein weißes Herz haben, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie dem Aaron Kleider anfertigen, um ihn zu heiligen, damit er mir als Priester diene. Das Kleid, das ein Priester tragen sollte, musste von Menschen angefertigt werden, die eine besondere Weisheit haben. Das Kleid, das wir als Könige und Priester Gottes tragen sollen, das muss von dem angefertigt werden, der die Weisheit selbst ist. Das sind aber die Kleider, die sie anfertigen sollen: ein Brustschild und ein Ephod, ein Oberkleid und einen Leibrock aus gemustertem Stoff, einen Kopfbund und einen Gürtel. So sollen sie deinen Bruder Aaron und seinen, seinen Söhnen heilige Kleider machen, damit er mir als Priester diene. Dazu sollen sie Gold nehmen. Und von blauem und rotem Purpur und Carmesin und von Leinen. Der Priester sollte eine besondere Aufgabe haben. Er sollte zwischen Gott und den Menschen vermitteln, und jeder Priester sollte ein Typus auf Jesus Christus sein, der unser hoher Priester ist. Ihr könnt im Hebräerbrief. Nach Aussagen suchen, die über Jesus als unseren Hohen Priester sprechen. Das Efort sollen sie aus Gold herstellen und aus Garnen von blauem und rotem Purpur und Kamesin und gezwirntem Leinen in kunstvolle Arbeit. Zwei verbindende Schulterstücke soll es haben an seinen beiden Enden, und so soll es verbunden werden. Und der gewirkte Gürtel, der darauf liegt, und mit dem es angebunden ist, soll von der gleichen Arbeit sein aus dem gleichen Stoff aus Gold, aus blauem und rotem, Purpur und Kamesin und aus gezwirntem Leinen. Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israels darauf eingravieren. Sechs ihrer Namen auf dem einen Stein und die sechs übrigen Namen auf dem anderen Stein nach ihren Geschlechtern. Als Steinschneidearbeit wie Siegelgravierungen sollst du die beiden Steine mit den Namen der Söhne Israels gravieren und sie mit Goldeinfassung versehen. Und du sollst die beiden Steine auf die Schulterstücke des Ephod heften, dass sie Steine des Gedenkens seien für die Kinder Israels. Und Aaron soll ihre Namen auf seinen beiden Schultern tragen zum Gedenken vor dem Herrn. Unser Hohepriester Priester Jesus trägt uns persönlich vor dem Herrn er trägt unsere Lasten er trägt unsere Sorgen er gedenkt an uns sein unsere Namen sind bei ihm aufgeschrieben dieser hohe priester sollte zeigen was gott selbst für uns tut diese namen waren nicht einfach flüchtig geschrieben sie waren eingraviert in siegelgravur die bibel hat einiges zu sagen über das siegel gottes das wir tragen sollen, aber lasst uns nicht vergessen, dass Gott uns als Siegel trägt auf seiner Schulter. Jesus trägt uns auf seiner Schulter. Und du sollst goldene Einfassungen anfertigen und zwei Ketten aus reinem Gold als Schnüre sollst du sie anfertigen, wie man Schnüre pflicht und sollst die geflochtenen Ketten an der Einfassung befestigen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass Jesus unser hoher Priester ist und dass er unsere Sorgen, unsere Nöte, dass er all das auf seiner Schulter trägt und für uns einsteht. Dafür danken wir in seinem Namen. Amen.